Reaktionsgleichung ausgleichen, ein bisschen schwerere, mit Hilfe des Periodensystems. Das geht trotzdem einfach, obwohl es schwerer aussieht. Allerdings, das ist so eine Sache. Bei meiner Unterrichtsmitschnitte, die sind zwar nett bewertet, aber die sind viel zu lang, deswegen habe ich diese Mini-Videos erstellt. Und von hier aus kommt ihr direkt in den Unterricht, also zum genau richtigen Abschnitt. Zum genau richtigen Zeitpunkt, wo es dann schwerer weitergeht, in diesem Fall. Naja, ich muss jetzt noch ein paar Sekunden reden, damit der Link bis dahin erscheinen kann. Also noch ein paar Sekunden Geduld bitte. In diesen Mini-Videos wird also noch nichts erklärt, aber bevor ihr dann auf den Link klickt, bitte ich um eine offene und ehrliche Bewertung, also Daumen runter oder Daumen hoch, ob das so in Ordnung ist, direkt dahin zu kommen. Na denn, auch euch viel Freude beim Verstehen.